Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Wurschtel mir mal meine Kabellage hier ein bisschen zurechte, rück mir meinen Stuhl zurechte, der keine Räder hat, weil der Kater da drauf schläft. Naja. Er hat halt Anspruch. So, da wollen wir mal gucken, wa? Demokrates ist tot. Für das, was Sie getan haben, verdienen Sie den Tod, Dareios. Jeder Einzelne. Cassandra. Sie stehen zwischen Elpidios und mir. Kann ich da hinreisen? Gut. Dann kicken wir mal, wa? Portwein. Bin auf den Geschmack gekommen. Hat mir mein Nachbar mal, so ein älterer Mann, mir so Weihnachten eine Pulle Portwein geschenkt und ich bin nicht so der große Alkoholtrinker. Ab und zu mal ein Gläschen Met. Met geht immer. Und der hat mir, wie gesagt, eine Pulle Portwein geschenkt und den ersten Schluck davon, Alter, richtig pelzig auf der Zunge. Ohne Scheiß, es war richtig pelzig auf der Zunge. Aber nach dem zweiten, dritten Schluck, ja, die konnte man schon mal saufen. Obwohl ich saufe ja eh nicht, sondern trinke mit Bedacht. Ich war in meinem Leben noch nie besoffen. Ach doch, auf der Hochzeit meiner Eltern. Ich war da damals 3 Jahre alt gewesen und lag dann irgendwann unterm Tisch, weil ich immer die Reste von den Gläsern Rosé getrunken habe. Da war ich total besoffen gewesen. Das war das erste und das einzige Mal. Tja. Färbt halt nicht ab, so ein. Bin. Wo geht's denn hier hin? Machen wir das? Darius Notizen über den Kult. Der Kult des Kosmos agierte in Messenien und zwar als Verbündeter des Ordens. Bei Amorges Einfluss in der griechischen Welt war das zu erwarten. Nattakas war immer bestürzt über die Existenz einer weiteren Verschwörung so weit von zu Hause entfernt. Doch ich war nicht überrascht, unabhängig von der Religion oder Heimat wird es immer jene geben, die die Welt beherrschen wollen. Es wird immer Tyrannen geben. Na, leider wahr. Leider, leider ist das so. Wir haben den Orden geschwächt. Was nun? Nun beginnen wir mit dem nächsten Schritt des Plans. Wir kümmern uns im Schutz der Nacht um den Orden. Ich muss mit dem Athener Feldherrn sprechen. Ich kehre zum Holzfällerlager zurück, um unsere nächsten Schritte vorzubereiten. Was machst du denn hier, Kind? Ich habe eine Nachricht für dich, Adlerfrau. Ein Mann mit einer Maske hat sie mir gegeben. Ein Mann mit Maske? Triff mich bei den Gräbern in Appia. Was hat der Orden nur vor? Adlerfrau, Verdorbene, du hast dir deinen Weg durch Messenien freigekämpft. Das ist nicht unbemerkt geblieben. Bald wird es soweit sein, dass wir die Klingen kreuzen.
Bevor es soweit ist, möchte ich offen reden. Es gibt so viel, was ich über die Person hinter der Legende der Adlerfrau erfahren möchte. Ich vermute, dass du auch viel über mich erfahren willst. Kann ich dich zu einem respektvollen Austausch verleiten für die Nachwelt, um einen alten Mann bei Laune zu halten? Triff mich bei den der Bote. Okay. Wer ist er? Der kleinste Zweifel kann das größte Selbstbewusstsein zerstören. Und wir alle zweifeln. Gerges der Bote. Die besten Siege waren jene, die ohne Kampf errungen wurden. Und Gerges Gabe war es, durch Überzeugung zu gewinnen. Er konnte Leute dazu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln und es für ihre eigenen Ideen zu halten. Amorges erkannte sein Talent und brachte ihn als Persiens respektiertesten Diplomaten in den Orden, nachdem er jahrelang zusehen musste, wie sich sein geliebtes Land im Würgegriff gedankenloser Politiker befand, war es leichtes, Gerges zu überzeugen. Eventuell einer, den man nicht töten muss. Wenn er selber den Kampf scheut, sage ich mal, könnte das vielleicht. Mal gucken, was das da für einer ist. Haben wir den haben wir schon freigeschalten, ne? Von irgendwann habe ich den denn freigeschalten? Weiß ich nicht mehr. So, dann gucken wir mal. Hier sieht das furchtbar aus. Kann er nicht verstehen, wie man ein Volk unterdrücken oder leiden lassen kann. Das ist mir alles ein Rätsel. Na, bin ich ja mal gespannt. Ein Kult haben wir auch ihn überleben lassen. Adlerfrau, sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Voreilig. Kein Grund, voreilig zu sein, Adlerfrau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gerges. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Cassandra. Darf ich dich so nennen? Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges? Und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Cassandra. Ich weiß, was in Achaea geschah, in dem Dorf namens Dime. Dime? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Reite mit mir. Ich wollte mich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Hier lang. Wohin bringst du mich? An einen hübschen Ort. Ich will mehr über dich erfahren. Ich traue dir nicht. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann. Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln von der Adlerfrau. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann Verbündete, wenn dir das lieber ist. Los! Wie schön unsere Welt sein kann. Hast du keine Augen im Kopf? Los! Ich habe viele Geschichten geschrieben, die du in der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten.
Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Malaka! Der klingt aber beschissen. Komm schon. Sieh dich um. So viel Potenzial. Du wirst dich fragen, warum wir dich jagen. Eure Toten haben es mir verraten. Ella. Ach, du bist eine Naturgewalt, Cassandra. Hast du bemerkt, dass die Gefahr von dir angezogen wird? Wie Geier von einem Schlachtfeld? Wir können dir einfach nicht erlauben zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht der Feind. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du störst den Frieden. Urteile nicht so schnell, Cassandra. Es gibt viele Perspektiven. Los! Er wird sterben. Wenn ich Chance habe, bringe ich ihn um. Er redet Quatsch. Gehirnwäsche will er machen. Er will uns einreden, dass wir das Problem an der ganzen Sache sind. Nicht er und der Orden. Ella. Wir sind da. Oh, was für eine Aussicht. Gedenkstätte für den Orkan? Das war da die Alte mit den Schiffen. Die Tochter da. Messenien. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dime passiert ist. Wie Natakas starb. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Ich will alles wissen. Das heißt, er war da. Wir sahen an diesem Tag niemanden am Strand. Keinen Natakas, kein Kind. Sie waren entkommen. Zumindest dachten wir das, bis wir ein Wimmern hörten. Es kam aus einem Schiffswrack an der Küste. Es war das leise, aber unverwechselbare Wimmern eines Kindes. Elpidius. Es gab kein Entkommen. Natakas versuchte, sich zu wehren, doch er hatte keine Chance. Das Kind war alles, was blieb. Ich finde Amorges. Sicher erwartet er, dass du es versuchst. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Cassandra. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer. Du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Menschen sterben, Cassandra. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Tapferkeit, Mitgefühl, ein von die beiden. Hm.
Wir sind, was wir sind. Wir sind der Tod. Ne, aber eigentlich nicht. Von dir oben. Tapferkeit. Mitgefühl. Andererseits sind wir Söldner. Ja, was nehmen wir dann jetzt? Tod, würde ich sagen. Weg den Schwanz. Kommt drauf an, wie gesagt. Ich nehme mal Mitgefühl. Ich will in Erinnerung bleiben als eine, die Menschen in Not half. Erhellend. Welch wunderbarer Einblick. Danke. Und nun müssen wir uns trennen. Die Frage ist, lässt du mich mit dem Leben davonkommen? Ich kann dich nicht leben lassen. Weder jetzt noch später. Wir sind, was wir wählen. Ich lebe und sterbe gemäß meiner Entscheidung. Doch wisse, du kannst den Orden nicht aufhalten. Selbst im Tod leben wir weiter. Wir sind überall, jetzt und in der Zukunft. Es war mir eine Freude, Cassandra. Ja, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen, nur bleibt doch hier, verfluchte Axt. Speedy, es tut mir leid. Die haben meinen Mann getötet. Also, wir gehen jetzt von hier aus. Ein Ältester war im Sumpfland südwestlich der Festung am Berg Itome, bei der Bucht des Hades. Seht ihr das Sumpfland? Fast so aus. Was denn jetzt? Wir konnten den nicht leben lassen. Den, sein Geschwafel konnte man nicht mit anhören. Hier gibt Geschenke für die Unsterblichen. Meine Waffenbrüder, noch in ferner Zukunft wird man sich an eure Tapferkeit erinnern. Was haben wir hier? In deiner Abwesenheit, mein alter Freund, werden wir zu unserem Eid stehen und Persien beschützen. Dein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Kämpfte, um den Lauf deines Lebens zu ändern, doch am Ende konntest du deinem Schicksal nicht entkommen. So viel Bullshit hier alles. Kann man den nicht kaputt machen? Gut, sieht hier irgendwo einer einen Weg? Phobos, Bewegung! Eine Straße in der Nähe, okay. Schade. Denn halt über Stock und Stein.
ist eine Straße. Alter, verpiss dich, du Schwein. Gut. Nur weil einer eine ruhige Stimme hat, der Typ damals, den wir beschützt haben, den wir am Leben lassen haben, der war im Grunde kein schlechter Mensch. Er wollte Veränderungen, hat sich bloß den Falschen angeschlossen. Er selber hat ja trotzdem mit diesem Korn, der war irgendwie Getreide oder irgendwie was Korn kann man da, aber was weiß ich, hat er ja trotzdem den Menschen da geholfen. Aber der hier, der hat einfach bloß gelabert wie so ein Sektenmitglied und wie schlecht wir doch sind und wir sind übel. Wir helfen jenen, die die Hilfe brauchen. Und der Fatzke eben nicht. Komm schon. Sumpfland. So, was stand jetzt da nochmal genau? Lass mal nochmal gucken. War im Sumpfland. Da sind welche. Na, dann wollen wir mal, wa? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir... Das wird auch eine Olle sein. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns ausmachen, sind die Lügen, die uns fesseln. Die Torwächterin. Gaspar war als Sklavin geboren worden, wie so viele vor ihr. Die erste Zivilisation hatte die Menschheit geschaffen, um ihr zu dienen. Doch sie waren keine Götter und nicht unfehlbar. Versehentlich hatten sie die Menschen zu sehr nach ihrem eigenen Antlitz erschaffen. Geschlecht, Ethnie, Nation. Nach dem Studium der ersten Zivilisation wusste Gaspar, dass solche Unterscheidungsmerkmale hinfällig waren. Sie wusste, so wie ihre Schöpfer, war sie dazu bestimmt, über alles hinaus zu wachsen. So, die letzte der letzten. Können wir von hier aus. Sehr gut, sehr gut. Die Natzen war jetzt noch weg. Natzen. Ach, das macht so viel Laune. Schade, dass nicht so ein großer Zweig an Kultisten ist oder an Ordensmitgliedern. Wie Kult des Kosmos. Schade, schade, schade. Ich würde ja glattweg behaupten, die ist hier in irgendeiner Höhle. Da ist eine Höhle. Aber ist hier auch eine Höhle? Hä, wo sind die jetzt hin?
Okay, dann müssen wir wohl da runter. Da müssen wir wohl da runter. Tja. Wir gehen erstmal auf Attentat. Die wird auch sicherlich nicht alleine sein hier, oder? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ups. Sehr gut. Legt euch nicht mit mir an. Meisterassassinenrobe. Da gucken wir gleich mal nach. Ich glaube, wir haben den Satz jetzt voll. Kann das sein? So, wir haben sie alle. Wir haben sie alle, bis auf den Chef. Guck mal, ich gucke mal. Warte mal, wir haben das jetzt hier, das Oberteil gekriegt. Wo ist denn hier das Oberteil hier? Nee, haben wir doch noch nicht. Ach, verdammt. Er muss noch hier weggenatzt werden. Attentatsschaden. Plus 101. Oh. Die Fähigkeit verschwinden vergiftet Gegner und verbraucht kein Adrenalin. Auch nicht verkehrt. Giftschaden. Habe ich hier irgendwie auch R2. Adrenalin bei erfolgreichen Attentat. Plus 10 Gesundheit. Eigentlich auch nicht verkehrt. Gut. Hätten wir geschafft. Bin zufrieden mit meiner Leistung. Noch irgendwas an Jolt hier? Nee, ja. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Muss man gerade erst sagen. Könnte mal mein Kabel hier bleiben? Ach, das war furchtbar. Wenn Kabel, wo noch was dran hängt, irgendwie runterrutschen. Boah, ich hasse Kabel. So, können wir da jetzt per Schnellreise hin? Ja, naja, gut. Warte mal. Wir machen das mal anders. Du bleib doch mal stehen. Ich weiß ja nicht, wie lange, wieso das Pferd immer deine Runden dreht. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Kann mich nicht beklagen.
Komm schon. Aber ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann. Naja, warte mal. Wie lange dauert denn das jetzt noch? Naja, kriegen wir schon irgendwie hin, wenn die nächste Folge kürzer wird. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.